So, da sind wir wieder bei Final Fantasy 6 und wir machen jetzt einfach mal weiter da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mitten in diesem Kampf gegen diese Meereswesen. Und ich war gerade dabei, Minecraft aufzunehmen und hab aber so meine Problemchen gehabt, weil nicht alles so funktionierte, wie es sollte. Aber ich hoffe mal, bei der nächsten Aufnahme ist alles wieder in Ordnung. So. Wohin jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, weiter. So, Blitz. Ach, Quatsch. So, Magie. Feuer bei Wasserwesen. Oh, klingt sehr interessant. Und schauen mal, dass wir einen Flitzebogen nutzen. So, ich hoffe mal, das reicht alles. Jo, hat gereicht. Nee, es gab so einige Probleme, weil ich habe meinen Rechner neu installiert und da ist meine Minecraft-Welt verschwunden, weil ich die aus Versehen nicht gesichert habe. Naja, was soll's. Selbst schuld. Ja, und das ist auch die erste Folge wieder nach einem Tag Pause, den wir dazwischen hatten, weil ich ja nun meinen Rechner neu gemacht habe. Ist auch noch nicht alles fertig installiert jetzt momentan. Ich muss auch Photoshop installieren in dem Moment, wo ich aufnehme. Ich muss dann morgen zusehen, also heute, wenn die Folge rauskommt, muss ich zusehen, dass ich dann die Thumbnails wieder fertig habe. Das ist eben immer so ein bisschen Prozedere. So, und wir nehmen jetzt 2 Minuten auf. Ich guck mal ein bisschen auf die Uhr, dass meine Freundin auch nicht zu lange wartet. Und dann schauen wir mal. Hoffe ja insgeheim. Dass ich auch mal eine Aufnahme von 2 Stunden in 15 Minuten schaffe. Aber das wird niemals passieren. Und was passiert nun? So. Blitz. Feuer. Geräte. Heilen. Heilen kostet nämlich nichts. Das ist das Schöne. Zack. Und alle tot. Ja, und es wird demnächst so ein paar neue Projekte geben, hatte ich ja schon gesagt. Es ist so einiges geplant. Und ich finde es aber auch ehrlich gesagt ganz gut, dass so viel geplant ist. So. Und weiter geht's. Es ruckelt auch mal nicht. Uff, ich bin am Überlegen, es geht hoch. Nein, es geht nach links. Ab in die nächste Höhle. Zum Speicherpunkt. So. Das hat auch einen Grund. Ich glaube, wir haben demnächst einen Bosskampf zu bewältigen. Wir nutzen mal einen Tonic. Mehr ist, glaube ich, nicht gewesen. So. Und weiter. Und Vollgas. Zack, 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 zack. Ultros. Ja, gleich ruckelt's nicht mehr. So, wir müssen erstmal zusehen, dass wir gegen Ultros bestehen. Das ist allerdings nicht so ganz einfach. Wir werden zusehen, dass wir die ganze Zeit heilen, dass wir ihn mit Feuer angreifen. Und dass wir auch wirklich volle Kanne draufhauen. Muschelsuppe. Okay. Sie ist jetzt blind. Macht nichts. Wir benutzen ja den Feuerzauber. Volle Kanne. Ein Leckerbissen. Wo ist mein Latz? Ja, dieses Vieh gibt es auch. Oh, in Final Fantasy 13.2 als Bonusgegner.
Flitzebogen. Und Tentakeltod. Nee, wir heilen. Und nehmen eine Phönixfeder für unsere liebe Terra. Und werden zusehen, dass wir sie alle wieder auf einen vernünftigen Stand bringen. Heilen. Ich hasse Muskelhelden. Ja, unser Muskelheld ist tot. Und wir werden erstmal kurz gucken, dass wir ihn doch wiederbeleben. Muschelsuppe. Ach ja, so ist es. So, er ist gleich wieder tot. Au! Und wir sind nur noch zu zweit. Das ist natürlich übelst ätzend. Jautsch, Muschelsuppe. Warum sagt er immer Muschelsuppe? Hat er ein Rad ab? Ah. Bleib am Leben. Bleib am Leben. Sonst musst du sterben. Oh. Gott sei Dank. Wir haben doch noch mal ein wenig Glück gehabt. Oh. Okay. Okay. Ja, wir legen dann nämlich hier vom Speicherpunkt aus wieder los. Deswegen speichern wir ja auch meistens an den Speicherpunkten. Eieieiei. Warum wendet er die ganze Zeit Tentakel gegen uns an? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, dann sollten wir wirklich mal draufhauen. Nicht den Oktopus reizen. Oh, wir kämpfen einfach mal. Wir kämpfen. Wir werden gucken, dass wir kämpfen. Volle Kanne kämpfen. Scheiß drauf. Ein Leckerbissen. Wo ist mein Latz? Ja, dein Latz ist irgendwo sonst wo. Ach, fuck you. Nein! Ach, du dummes Stück Scheiße. Mensch! Jeder Zug könnte uns dem Tod ein wenig näher bringen. Jeder falsche Zug. Das ist das Problem. Flitzebogen. Und er darf auf keinen Fall Banon angreifen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Heile uns. Heile uns und dann schweig. Edgar, belebe ihn wieder. Sabin muss leben. Es ist schließlich unser Muskelprotz. Puh, gerade noch mal so Glück gehabt. Bitte Tentakel auf alle. Oh, ich hab's gewusst. Heile uns. So viele Phönixfedern habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch zwei Stück. Was machen wir nur? So, und jetzt volle Kanne angreifen. Zack. Er hat es echt nicht gut mit uns gemeint. Ja, du geh mit deiner Muschelsuppe sonst wohin. Heilen. Warum lebt er noch nicht wieder? Phönixfeder. Och, das gibt's doch nicht. Und noch einmal. Warum? Wir sind doch nicht zu schwach. Wir sind doch definitiv nicht zu schwach. Oder sollten wir irgendwas anlegen?
Ja, wird gleich als allererstes angegriffen. Blitz. Ich würde sagen, Geräte, Giftschleuder. Ahahaha. Wir sollten immer nur zusehen, dass er am Leben bleibt. Denn sonst haben wir verdammt schlechte Karten. Wenn wir allerdings auch niemanden mehr zum Angreifen haben, kann das ein schwieriges Unterfangen werden. Los, trommel ihn. Mitten in seinen Face rein. Scheiß drauf. Wir schaffen es trotzdem. Gehe ich von aus. Auch ohne Terra im Gepäck. Einfach permanent draufhalten und durchatmen. Puh. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal auch so den Level erreicht hatten. Ich habe Angst. Was soll das, bitteschön? Was soll das, bitteschön? Okay, wir werden ihn nicht ausstatten. Ah. Genau, 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 genau. Wahrer Held. Fehdehandschuhe. Okay. Stimmt, damit ändert sich nämlich auch die optimale Ausrüstung. Wahrer Held, würde ich sagen. Sprintschuhe, wahrer Held. Sternkette. Schutzbrille schützt gegen blind. Das ist schon mal wichtig. Juwelenring. Was macht der Juwelenring? Schützt gegen Stein. Ich würde sagen, wahrer Held. So, Ausrüstung mal ein bisschen optimieren. Federhut. Okay, wir speichern noch einmal ab. Okay. Damit hätten wir das auch erstmal.